Ja, moin, herzlich willkommen zurück zu Max Payne. Und jetzt geht's hier um die Wurst, glaube ich. Ja, womit laufen wir da am besten rein? Das fängt gut an hier. Vielleicht muss ich einfach direkt mal eine Granate hin. Das fruchtet anscheinend. Das kann man mal so abspeichern. Ja, das ist, glaube ich, echt die letzte, ja, die letzte große Nummer. Wie kriege ich die da oben? Ich habe ja hier was Sniper-mäßig, ne? Gucken wir damit was reißen können. Verkehrte Taste. Wie sniper ich denn hier? So, zielenmäßig. Wie war denn das? Die überhaupt jemals benutzt in dem Spiel? Eieieiei, Kampf. Schießen, erste Waffe. Die 6 ist ja wahrscheinlich die Waffe auswählen, aber E oder Eingabe, alles klar. Ja, es war klar. Dass er mich jetzt gleich erstmal kriegt, weil ich jetzt so lahm bin. Muss sie auch erstmal wieder auswählen, ne? Schießt ja irgendwie daneben, kann das sein. Jetzt aber nicht mehr. Geht die Post ab hier? Noch irgendwer, ja? Ja. Och nö. Es gibt mal Ruhe da. Gucken wir mal, was wir schaffen hier, wa? Was kommt denn als nächstes? Jau, 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 jau. Mit ein wenig Geduld geht das alles, ja, ich. Boah, was war denn das? Das habe ich jetzt nicht geblickt. Da war dann noch so ein Ding. Gemein. Okay. Also nochmal. Oh. Ah, okay. Ja, ich sehe es. Bin hier rumgelaufen und schön rein, ne? Ja, du darfst gerne da unten herkommen und reinlaufen. Eigentlich. Aber ich muss da wohl eine Granate für mal opfern. Dass das wegkommt. Äh.
Sack. Painkiller gehen wieder weg wie nix, ja? Den hätte ich aber auch schöner erwischen können, den habe ich nämlich eigentlich rechtzeitig gesehen. Ja. Behalt mal deine Granate, Junge. Die kannst du schön für dich behalten. Jetzt dann wohl nochmal wieder hoch, ja. Ja, ich gucke erstmal hier unten ein wenig. Nicht, dass wir Painkiller übersehen, die brauchen wir unbedingt. Aber hier ist wohl nichts. Oder? Ach, aha. Dann wohl doch. Sehr schön. Lohnt sich immer, sich umzugucken. Das ist doch nicht wahr, ey. Du spinnst wohl, oder? Wie kam der denn auf einmal her? Achso. Mann, einen so erschrecken müssen. Ich kam bestimmt aus der Tür da, oder? Ne, von hier kamen wir ja, oder? Ja, ne, oder auch nicht. Da waren wir noch nicht. Aber wir haben jetzt wieder Granatwerfer-Action hier. Das ist cool. Da könnte man ja was mit reißen, ne? Na komm, mach das mal hoch. Ich hab's geahnt, dass er um die Ecke kommt, ne? Ja. Geh erstmal durch die Tür. Okay, gibt's nochmal Munition. Wir müssen da definitiv durch, okay. Ja, schön, auch nicht schön. Durchlaufen, ne? Oh. Oh. Gemein, ey. Richtig gemein. Oh, das war klar. Das fliegt aber schön. Bratz. Wow. Ja, wie geht denn das hier? Muss ich im richtigen Augenblick springen, ne? Dann geht das wohl. Darf ich durchlaufen? Springe ich auch im richtigen Augenblick? So. Wow, nicht nachladen. Verdammt, nur eins. Ja, das kommt natürlich später. Alles klar. Ich würde schon sagen, wir springen doch jetzt nicht da in das Lasergedöns rein. Das wäre ja äußerst unschön. Oh, Stuhl. Okay. Hier gibt es eventuell wieder ein paar Painkiller. Ja, okay, das wiederholt sich. Stockwerkstechnisch. Aber diesmal lasse ich mich nicht von hinten irgendwie hier überraschen. Von dem Weg zurück. Hahaha. Was wird denn da? War so klar, dass da wer kommt. So. Eine Runde Fahrstuhl fahren, ja? Okay. Mona,
Gut sehen Sie aus. Max, wir müssen aufhören, uns so zu treffen. Ihr schneit es in der Hölle, als dass ich mich von einem Drogenbullen aufhalten lasse. Miss Sachs, erledigen Sie Ihren Job. Nur die Ruhe, Max. Du bist einer von den Guten. Ich töte doch keine Guten. Sie sind auch gar nicht so übel. Es war was anderes, als Horn Punchinello umnieten wollte, um ihre Mafia-Verbindungen zu verwischen. Er hatte den Tod verdient. Das gleiche gilt für Sie. Sie ist hier der böse Bube. Ihre Schwester überredete sie, mir zu glauben. Ich kannte die Vorlieben der Geister. Sie lechzten nach Rache. Ein Pistolenschuss krachte und sie fiel in Zeitlupe zu Boden. Sie war ein nettes Mädchen. Nicht wirklich ein eiskalter Killer, aber jetzt war sie eiskalt. So kalt wie der Tod. Wie religiöse Fanatiker griff mich nun Nicole Horns Privatarmee an. Fordere Verstärkung und Unterstützung. Oh. Verdammt, ne? Von Story gleich wieder richtig dick in Action rein, ja? Probieren wir mal mit dem Granatwerfer. Na, kann ich schicken. Der Unterstützung. War das eine gute Idee oder war das eine gute Idee? Ich habe auch nicht einen abgekriegt, aber war wohl eine gute Idee. Ist jetzt hier zurück oder kann ich jetzt mit dem Fahrstuhl fahren? Schauen wir mal. Als der Aufzug wieder nach unten kam, war Mona verschwunden. Da war jede Menge Blut, aber keine Leiche. Irgendetwas klickte ein letztes Mal. Mein Verstand war niemals so klar gewesen. Als wären irgendwo hoch da oben die Sturmwolken bereits verschwunden und kühle Sterne funkelten am Himmel. Jo, dann wollen wir mal gucken hier, wo uns der Fahrstuhl hinführt. Ja, ich kann irgendwie wegflüchten. Mich ducken oder... ja. Wenn da der Hase laufen. Ich kann ja hier gar nicht. Schnell genug raus kann ich auch nicht. Vorher abschießen, oder? Ja, du Schande. Ah. Oh Mann. Das hinkriegen. Ja, nachladen. Ah, gerade so. Okay. Dann machen wir in der nächsten Folge dann weiter dann und bis dahin.